Hallo AFOPS, willkommen heute nicht aus dem Noppenstein-Studio, sondern aus dem Noppenstein-Büro. Und warum? Ich habe so einen Hals. Ich habe mich sowas von wahnsinnig geärgert heute. Und es ist einfach ein Beispiel dafür, wie es läuft. Und ich denke, das ist auch für euch mal interessant, das so ein bisschen mitzubekommen. Auf der Spielwarenmesse in Nürnberg habe ich einen neuen Lieferanten gefunden. Habe mit denen gesprochen, hat ein paar ganz schöne Modelle dort stehen. Habe gefragt, ob das Mocs sind und ihr wisst schon, um was es geht. Nein, das sind unsere eigenen Designs und. Ich sage, wunderbar, sei doch so nett, schick mir mal ein Angebot. Das Angebot habe ich bekommen vor einer Woche oder sowas. Und da wir ja nun inzwischen wissen, dass das mit den Mocs sehr kritisch ist, und das wollen wir auch definitiv nicht, ich bin ja nicht blöd, sondern lernfähig, nachgefragt, ist das wirklich dein eigenes Design oder ist das ein Mock oder hast du den Mocker dafür bezahlt? Ich habe also geschrieben, but I have to be sure that it is your design or that you have paid the mock designer. Ich denke, Fragestellung ist klar. Und da bekomme ich eine sehr befriedigende Antwort for the below section. Es waren drei Modelle, um die es dort ging. For the below selection, all of them was our design. We had our own design team to create the block product. Also, we had the copyright on both items. Please kindly note that. Also in etwa für die unten gezeigte Auswahl, das sind alles unsere Designs. Wir haben unser eigenes Designteam für die Noppenstein-Sets und wir haben das Copyright dafür, für diese Artikel. Und bitte sei so freundlich und ja, note that, also, wie sagt man, da fällt mir jetzt das deutsche Wort nicht ein, note that, also, da Bartosch überlegt auch, wie sagen wir es auf Deutsch, Bartosch, bitte nehmen zur Kenntnis, genau, please kindly note that, also, bitte nehmen zur Kenntnis, dass das so ist. Okay, sage ich, wunderbar. So, und wenn ich euch jetzt zeige, um welches Mock es dabei geht, dann werdet ihr wahrscheinlich schon ja sagen, weil der Klaus ist sowas von blöd. Denn da ist es. Ja? Ja, ich bin blöd. Gestern Abend gucke ich mir ganz gemütlich ein Video von Johnny an. Hi Johnny. Er hat toll übrigens, Hochachtung, ganz hervorragend über das Thema Mocs referiert. Und im Hintergrund steht ein oranger Sportwagen von Mold King. Okay, ich denke, boah, also das kommt dir jetzt aber irgendwie bekannt vor. Also, heute Morgen hier im Büro gleich noch mal ein bisschen recherchiert. Er hat den Mock-Designer ja mit angegeben. Und wow, ja, das ist irgendwie dann scheinbar doch verdammt nah dran. Kann natürlich sein, die haben den bezahlt oder wie auch immer, weiß ich nicht. Ja, also ich unseren Office-Manager in China angemeldet und gesagt, Sean, klär das doch mal bitte mit denen. Ich muss sicher sein, dass die das nicht geklaut haben. Ihr erinnert euch an die Antwort, die ich irgendwie vor einer Woche bekommen habe. Welche Antwort habe ich heute bekommen? Also von unserem Büroleiter. I asked them and they also talked with their development department. It is based on the mock and they changed the construction in some place. Hallo, echt. Verarschen kann ich mich alleine. Ja? Also übersetzt heißt das hier,
Ich habe sie gefragt und sie haben auch mit ihrem Design Department gesprochen und ja, es basiert auf eurem Mock und sie haben die Konstruktion an einigen Punkten geändert. So einen Hals, ja, so einen Hals. Und das war hier nicht in irgendeinem verrumpelten Showroom in Chantour, sondern die waren in Nürnberg auf der Spielwarenmesse, haben die Sachen gezeigt. Da sagen sie mir, es ist kein Mock. Ich schreibe vorsichtshalber nochmal an, versichert mir, dass das kein Mock ist. Nein, wir haben unser eigenes Design. Also echt, wirklich, verarschen kann ich mich alleine. Ja? So, ich habe das gecancelt, alles, was von denen kommt, denn es liegt nicht in unserem Interesse. Mir ist es nur hier an dieser Stelle auch mal wichtig, warum so etwas zustande kommt. Und wir schauen hier, dass wir alles dagegen machen können, teilweise auch mit eurer Hilfe. Dafür an der Stelle vielen Dank. Wir haben viele, viele Kommentare auch bekommen, die uns helfen werden, auch in Zukunft das Thema zu umschiffen. Es liegt einfach nicht in unserem Interesse. Wir wollen keine Mocks klauen. Ich bin auch noch mit einem Mock-Designer in Korea in Kontakt, dass wir sowas lösen können. Und sorry, also bei so einer Company, ja, die mich echt nach Strich und Faden verarscht, ja, sehe ich auch absolut keine Basis für weitere Geschäftsbeziehungen. Da können die in der Zukunft machen, was sie wollen. Ja. So, jetzt geht es mir schon ein bisschen besser. Also ehrlich, so, ne? Aber ich glaube, das hat euch mal einen ganz kleinen Einblick da reingegeben, wie das halt so läuft und warum das so läuft. Und dass wir hier nicht einfach so sagen, oh, komm, ist ein Mock, kaufen wir halt, ist doch egal. Ne? Also so gehen wir nicht damit um. Und das gilt, glaube ich, auch nicht nur für uns. Das gilt für Johnny oder wen auch immer, für die allermeisten in gleichem Maße. Schreibt mir auch gerne eure Kommentare dazu hier unten nochmal rein. Geht nicht gleich wieder aufeinander los. Das soll zur Erläuterung hier beitragen und nicht, dass sich da wieder irgendwelche Fraktionen in die Köpfe kriegen. Für heute war es das von mir. Morgen geht es wieder einfach nur um schöne Noppensteine-Sets. Bis dahin sage ich vielen Dank. Noppensteine kann man nie genug haben. Demnächst gibt es mehr und viel Spaß beim Bauen. Euer Klaus von Bluebricks. Ciao.